Hallo miteinander zum zweiten Meisterschaftsspiel in der neuen Saison da. NHL 17 heisst Spiel. Wir spielen wieder mit dem HCD und wir treffen im heutigen Spiel auf Zug. Und ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wie die Anzeige da funktioniert mit den vier Werten, weil eigentlich normal ist, dass das vorderste Sieg ist, dann Sieg nach Verlängerung und dann Niederlage nach Verlängerung und dann direkte Niederlage, aber wir haben ja den letzten Match gewonnen. Offensichtlich zeigt es da zuerst Sieg an, dann Niederlage, dann Sieg nach Verlängerung und dann Niederlage nach Verlängerung. Das heisst, Zug müsste in der Tabelle noch 0 Punkte haben. Wenn wir uns schnell anschauen, ob das wirklich so ist, dass Zug. Ja, Zug ist letzter, Zug hat 0 Punkte. 1:40 Torverhältnis. Okay. Also tatsächlich zuerst Sieg, dann Niederlage, dann Overtime-Sieg und dann Overtime-Niederlage. Oder halt Shootout. Wie es da dargestellt wird, ich habe noch wollen, bei den Einstellungen den Kommentator ausschalten. Habe ich natürlich wieder vergessen, aber jetzt sollte es dann dafür komplett draußen sein. Also auch für die künftigen Match sollte das jetzt draußen sein. Dann habe ich noch welche Tipps ausschalten. Wir vergessen wieder mal alles. Nein, nein, das ist nicht da drin. Das ist da drin. Bitte aus, aus, aus. Aus, 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 aus. Alles aus. So. Keine Tipps einblenden, bitte. Brauchen wir nicht. Wir starten in den nächsten Match rein. Also das heißt, haben wir jetzt wieder Zeit verballert da vorne, wenn wir noch ein Zeug einstellen. Jetzt wieder gestanden, adaptiv. Ich habe doch alles auf ausgesetzt. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen, was jetzt, ob es jetzt irgendwelche Einblendungen gibt oder nicht. Sonst leben wir jetzt halt noch mal ein Part lang damit und suchen nachher, wo denn das wirklich umgestellt wird. Wir sind in der Weiland Arena. Wir sind wieder mal in unserem Heimstadion. Nachdem sie im letzten Game Stadion nicht drin hatten, wenn ich mich richtig erinnere. Glauben wir mal. Ist jetzt endlich wieder so weit, wir können wieder in unserer heimischen Arena spielen. Oh, Zuger gab von Anfang an ziemlich aggressiv. Oh Mann, müssen wir Jack dagegen halten. Oh. Hä? Wo ist jetzt der Böcki? Hä? Warum? Ja, ist ja gleich. Bulli! Vor unserem Goal. Rutu. Scharoni. Nein, was macht der Lindgren da? Der muss doch rein. Der muss doch rein. Nächsten Unterbruch. Schauen wir uns das an. Den Spielfluss da nicht stören. Das gibt jetzt wohl einen Spielunterbruch, jawohl. Das heißt, wir schauen uns jetzt das Ganze nochmal an, schnell. Vielleicht kommt es ja automatisch schon, weil jetzt habe ich es halt abgebrochen. Das müssen wir uns jetzt nochmal anschauen. Die Szene da vorne vor dem Goal. Wo ist sie gewesen? Wo ist sie gewesen? Wo ist sie gewesen? So, da jetzt. Kommt der Schuss. Goalie, der Haller ist im Goal, okay. Pariert, lässt den Puck fallen und jetzt da muss er ja wirklich nur noch eigentlich reinpoken und der Puck ist drin, aber er nimmt eine Backhand an und zieht am Goal vorbei. Und dann wieder schiessen, ja, also hätte auch nur noch müssen reinschieben, aber offensichtlich funktioniert das Spiel nicht mehr gleich wie wir. Oh, Hambühl. Haller wieder mit einer Parade. Aber warum auch da jetzt der Haller im Goal steht, das weiß ich auch nicht. Und Rahimi verpasst da den Gegenspieler. Nicht so der Dubois.
Eigentlich müssten wir schon 1-0 führen. Der Lindgren müsste eigentlich da schon getroffen. Oh, Rahim fängt den Böck ab. Lanciert Rambühl. Der zurück auf den Marc Wieser. Und der haut nochmal den Böck über das Goal. Und das mal verpasst der Dubois. Aber der Rahim nicht. Die ergänzen sich wirklich gut dort hinten drin. Wenn der eine verteidigende Partner gut übernimmt, ist der andere zur Stelle. Und umgekehrt. Marc Wieser. Ah, das. Oh. Jetzt habe ich gedacht, der Böck sei blockiert. Und da schon. Die Aufmerksamkeit weglassen. Und prompt hätte ich das jetzt fast zu einem Gegentreffer geführt. Und das ist 1-0. Enzo Corvi. Ganz ein schönes Goal von Enzo Corvi da nach 11 Minuten und 11 Sekunden. Keine Abwehrchance für den Haller da. Weil die Zuger Verteidiger noch ein bisschen passiv gewesen sind. Und jetzt wieder die Junglinie auf dem Eis mit dem Jäger, der das Bulli gerade mal gewinnt. Und gerade mal in die Zone reinfährt. Baschu. Hat eigentlich alles richtig. Oh, und dann muss der Dino Wieser 2 Minuten. Wegen Haken auf die Strafbank. Wenn wir uns auch gar nicht mehr anschauen, ist klar gewesen. Klares Vergehen. Und dann fällt das 1-0 für Zug, weil der Senn nicht weiss, wo der Böck ist. Und der Suri den Böck über die Linie stochern kann. Der Suri macht das besser als zuvor der Lindgren. Strafe also ausgenutzt von den Zuger. Da sehen wir es, er stochert ihn unter dem Schoner vom Senn durch. Und es steht 1-1. Da fast nochmal die gleiche Situation. Boah, was für ein Hit vom Diaz. Und da sehen wir es wieder, ich glaube bei der Jackson wieder zu wenig umgestellt. Weil so Monster-Hits gibt es eigentlich in der Schweiz nie. Oh, aber es ist schön, dass sie da aufs Offside reagierten. Boah, Haller fährt den Böck vorbei. Oder. Marcini verletzt nach dem üblen Check da natürlich vom Forster. Marcini muss raus. Ja, ich denke, darum ist der Böck jetzt auch ins Goal geflogen, der wäre sonst nicht rein. Böck plötzlich im Goal gelegen. Keiner weiß warum. Oh, schöner Handgelenkschuss von Brahimi. Oh, Rutu. Kommt da an den Böck her, kann aber leider nicht realisieren. Warum steht auf den Trikots am Rand 16? Saison 2015, 16. Vom Kragen hinten. Also das wäre jetzt wirklich ein Detail gewesen, das man bearbeiten könnte. Wäre glaube ich auch nicht allzu aufwendig gewesen, um das richtig zu machen. Dass da, auch wenn es nicht die richtigen Trikots sind, dass da zumindest 16, 17 steht und nicht 15, 16. Marcini also fällt aus. Harter Schlag natürlich für Zuger. Lindgren jetzt am Böck. Ah, Lindgren wird dann da auch etwas härter angegangen vom Grossmann. Ja, und dann kommt der Pass wieder nicht dort an, wo er eigentlich sollte. Und damit bleibt es beim 1-1 nach dem ersten Drittel.
Wir haben einen Marcini gesehen, der verletzt worden ist. Das hat natürlich nicht so gut ausgesehen. Und sonst haben wir ein recht ausgleiches Spiel gesehen, wo ich glaube, das 1:1 ungefähr am Zeigten entspricht. Ja, wir haben ein bisschen mehr geschossen. Aber gleich viele offensive Aktionen zeigt. Von dem her glaube ich ganz okay, dass es da momentan 1:1 steht. Auch wenn das Powerplay Goal natürlich glücklich war von den Zuger. Und der Lindgren ja eigentlich zuerst schon das Goal hätte machen müssen. Schneeberger hebt den Böck in die Zone drin. Forster wird gecheckt. Ruto kommt und Böck und dann. Ich stoppe jetzt doch gleich einmal wieder. Es fährt schon wieder an. Es fährt schon wieder an Nerven. Da. Ruto kommt und Böck und dann. Ich spiele keinen Pass. Das ist der Poke vom. Von wem ist das da? Der Poke vom Imonen. Wo mir da reingeht und dann kommt der Pass perfekt auf den Ding. Ich habe keinen Pass gespielt. Also, ich wollte den Böck eigentlich kontrollieren. Werden aber gecheckt vom Imonen. Und dann kommt so etwas dabei raus. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Klingberg ist Topscorer von der Zuger, das heisst, er wird als einziger Goal geschossen haben im ersten Match von ihnen. Zuger lehnt mich momentan nicht mehr zur Zone aus. Ja, jetzt aber. Oh, und das gibt 2 Minuten. Sogar 4 Minuten. Wegen hohem Stock. Wegen der Lammer ist das, glaube ich, der die 2 Minuten Strafe fasst. Ja, der Lammer. 4 Minuten Überzahl jetzt also. Ja, okay, die Strafbank ist nicht ganz realitätsgetreu gebaut da. Aber das sieht schon ultimativ geil aus. Ein erster Abschlussversuch da. Das Passspiel funktioniert aber. Ich wollte ihn zurück an die blaue Linie legen und er will dann irgendwie quer spielen. Also. Ja, die Checks, das ist. Genau das gleiche, was mich schon beim letztjährigen Teil aufgeregt hat, regt mich jetzt schon wieder auf. Wir kommen einfach nicht zu einem Powerplay, weil die einfach so aggressiv aufsässig spielen und jeder Check führt automatisch zum Böckverlust. Also dass der Spieler den Böck verliert, ist ja klar, aber dass dann eben auch jeder Checker automatisch zum Böckverlust von meinem Team führt, das verstehe ich nicht. So, jetzt einmal. Und ein Check mal zu unseren Gunsten entschieden. Er will dann einfach nicht an die blaue Linie spielen. Ich kann machen, was ich will. Ich glaube, ich muss mich auf den Kopf stellen, damit er das macht. So, jetzt linker mit ein bisschen Platz, aber ja, da wird er auch schon wieder abgedrängt. Und jetzt? 2 Minuten wegen Haken, das heisst 5 gegen 3 jetzt. Doppelte Überzahl werden. 2 Minuten, das muss jetzt doch einfach ein Goal geben. Regt mich schon. Nein, also das ist Zeug, wo mich schon beim Online-Gamen aufregt. Ich kann das einfach nicht. Ich verliere den Böck einfach mit normal gerader Bewegung. Obwohl der gegnerische Stock gar nicht dort ist, kann es poken. Und das verstehe ich noch nicht in dem NHL 17, wie das möglich ist, dass ein Poke
komplett am anderen Ort funktioniert. Das verstehe ich nicht. Und auch da wieder, der Böck bleibt vor dem leeren Goal liegen und kein Davoser kommt daher. Aber jetzt ist er drin, der Beat Forster nach dem Bulli verwertet und nützt damit die doppelte Überzahl aus. 100 auf Rei zum Abschluss natürlich. Seht ihr? Ja, Gott, wir sehen es wieder. Ah, das ist schlecht gemacht, das bei der Wiederholung. Der Fokus einfach nur auf dem Spieler liegt. Ja, Gott, da jetzt schon. Schön hoch in den Ecken verwertet und mein Powerplay geht ja noch weiter. Das heisst, wir könnten noch das zweite Powerplay Goal schiessen. Und also hätten wir noch das Bulli gewinnen müssen. Wenn da der Axelsson ablenken könnte, würde es gefährlich werden. Aber ein weiteres Bulli in der offensiven Zone. Aber wird verloren. Und Zuger jetzt sehr aggressiv, offensiv da. Als hätten sie Powerplay. Was läuft jetzt da? Also das muss jetzt doch bestraft werden, dass Zuger da so offensiv worden sind. Nein, natürlich nicht, weil ich komme nicht. Also, ich habe ja wirklich bei den Checks, bei den Regler schon einiges umgestellt, aber jeder Hit. Ja. Hallo? Was ist das jetzt? Ja, super. Bis Strafe abgelaufen ist und dann macht er eine Bewegung. Was ist das jetzt für ein Bug? Muss ich nicht verstehen, muss ich nicht verstehen. Weg mit dem. Ja, genau. Es geht. Es ist wirklich 1:1. Wir haben zuerst gedacht, ja, das liegt an dem Modus. Aber nein, es ist das Game. Es ist effektiv das NHL 17, wo wieder einmal 180 Grad vom NHL 16 sich wegbewegt. 180 Grad, komplett wieder ein neues Spiel, man muss alles wieder neu erlernen. Außer halt die eigenen Bewegungen, aber wie die Gegner spielen, wie die Defensiven aufgebaut ist, alles ist anders. Und dann eben die ganze Sache mit dem Böck verlieren, das ist. Die Pässe. Boah, Lattenschuss vom Schneeberger. Pässe zurück in die blaue Linie, die auch nicht mehr funktionieren. Oder halt einfach die zurückgelegt in den Pass. Ja, Forster schauen wir uns jetzt auch nicht nochmal an. Ist der Machini jetzt wirklich gröber verletzt, oder? Boah! Gar wie gut, vor dem Goal gestanden da bei dem Abschluss. Und da spickt schon wieder einer. Das Spiel wird härter. Spieler wechseln funktioniert nicht so wie im letzten Teil. Da, ah, Dino Wieser. Ist vorbei. Macht das 3-1. Das ist der Mark Wieser. Ich glaube Dino Wieser gesagt. Aber egal, was für ein schönes Goal. Da vernascht er den Grossmann. Und dann auch noch der Haller hinten an. Mark Wieser auf Pass von Ambühl und Dubois mit dem 3:1. Ja,
Eckenberger, Jäger. Kombinieren sich da die jungen zwei durch. Dann kommen wir da tatsächlich zu einem Abschluss. Im Hinti finden sich die beiden Nummer 56, Helbling und Wieser. Dino Wieser das mal. Ken Jäger wieder mit dem Bulli. Gewinnt das. Und das gibt mir sie 2 Minuten geben. Jawohl. Haken gegen den Ken Jäger. Und die Strafe wird aber erst mit der Sirene ausgesprochen, weil Zug da nicht mehr an den Böck kommt. Und damit fängt das dritte Drittel mit einer Überzahlsituation an. Ja, 13 zu 9 Schuss. Führung sicher nicht unverdient, haben immer weniger Zeit in der offensiven Zone gesehen. Jetzt vielleicht möglichst das Powerplay ausnutzen und dann gleich die Vorentscheidung machen. Das 4-1, denke ich, würde den Zuger nicht mehr aufholen können. Alatalo mit 2 Minuten Strafe. Ja, da wieder. So spielt in der Schweiz keine Mannschaft ein Boxplay. Zweimal offensiv. Boah, Scharoni, leider da Backhand. Da prallen zwei Zuger ineinander rein. Ah. Da kommt der Pass auch wieder nicht an. Axelsson mit Platz auf der Seite raus. Oh, aber. Also die Checks vom Diaz. Also Diaz ist. Der ist noch als NHL-Spieler da drin, garantiert. So wie der alle abräumt. Wow! Spiegelt es übereinander. Das vierte in der Offensivzone in Unterzahl. Ja, genau. Ich habe auch Angst. Strafen sind bestanden mit enorm viel extrem harten Checks. Und das gibt die nächste Strafe. Ja, und die wird jetzt ausgesprochen. 2 Minuten wegen hohem Stock. Gegen Emanuel Peter. Ja, Powerplay-Bilanz sieht nicht mehr so gut aus, aber ich meine. Wenn natürlich der Gegner so die Unterzahlen spielt, wie das da Zug macht. Ambühl, hat er Platz? Nein. Aber das tut mir auch unlogisch. Der andere ist mit Rückwärtsfahren schneller als der Ambühl vorwärts. Es fast wieder so wie ein Shorthander da gefallen wäre, wobei fast wieder, das hat ja noch keiner gegeben bisher. Ino Wieser. Ja, der Pass kommt wieder nicht an. Im allerersten Spiel, das allererste Powerplay, das hat gut ausgesehen. Seither geht überhaupt nichts mehr, weil einfach die Gegner so eine aggressive Variante spielen. Boah. Die Krake im Goal. Ja, und wieder ein Konter. Es war wieder kein Abschluss, aber wie offensiv die Gegner die Unterzahlen spielen, ist unglaublich. Ich kann gar nicht machen, weil ich kann nicht den Leuten Pass spielen, die eigentlich komplett frei wären. So, heftiger Check gegen den Grossmann. Heftiger Check gegen den McIntyre, bleibt aber im Böckbesitz. Böck dann zum Drittel dus.
sich das nur nicht bestraft, dass wir die Überzahlsituationen nicht ausnutzen können. Ja, der Böck ist zur Zone draußen, also ist tief über die Scheibe raus. Die Frage ist direkt vom Suri oder noch abgelenkt? Offensichtlich noch abgelenkt, darum das Bulli in unserer Zone. Noch 13 Minuten. Garvey fängt den Böck ab, weil er immer in das Luftloch schlägt. Böck wieder per Zufall durch die Zone rutscht. Aber dann am Ende kann der Sensi doch parieren. Nein, die Checks. Ich han, also ich will gar nicht wissen, wie die Checks wären, wenn ich das nicht umgestellt hätte. Weil ich han. etwa 15 Punkte beim Gegner weggenommen. 15 Punkte und der rätzt mir so um. Mit Retour fahren sind schneller als ich vorwärts. Noch besser, wenn ich da komme. Ja, okay, den habe ich jetzt eigentlich schon drin gesehen. Und der war souverän rausgespielt. Ruttu, jetzt mit Platz. Bringt den Böck noch über den auf den Scharoni. Ist einfach krass. Vier Spieler stehen einfach im Passweg rein von meinen Spielern. Und einer attackiert mich und ich kann nicht ausweichen. So. Ich habe keine Chance im 1 gegen 1. Wie man jetzt so sieht. Gut, das war jetzt zwar auch der Eckenberger gewesen. Wenn ich denke, das wird vielleicht gut da, wenn ich. Bis so eine Ja, aber. Na klar kann der Diaz auch den Böck wieder abfangen. Der passt aber auf den Eckenberger jetzt das mal nicht. Und jetzt nehmen wir noch den Goalie raus. Das gibt 2 Minuten? Für einen Check? Echt jetzt? Das war ein Check! Ja. Das ist jetzt noch eine Unterzahlsituation. Das heißt doppelte Überzahlsituation jetzt noch Verzug. Und das nutzen sie auch gerade aus, der Suri mit seinem zweiten Goal. Nur noch 2 zu 3. Baschu wird da gecheckt und der Forster ist irgendwo, also nicht für ungut, aber in Unterzahl hat der Forster da draussen nichts zu suchen, wenn der Böck auf der anderen Seite nicht weggenossen ist. Goalie wieder draussen. Zuger nochmal mit der Druckphase. Aber auch jeder Böck landet jetzt nur noch bei den Innenschweizer. Jeder. Aber vielleicht laufen die Zeiten vor. Müssen wir mal einen Abschluss kommen.
Der kommt rein. Und der Garvey kann klären, aber die Zeit ist eh um, der Böck wäre auch nicht reingegangen. Zweites Spiel, zweiter Sieg, das mal nach 60 Minuten. 3-2 gewinnen wir den Match gegen Zug. Schauen auf 3 Stars. Ja, Suri Nummer 1 mit 2 Goal. Und zwei von meinen Torschützen dahinter, Wieser und Forster. Ein Blick auf die Schussstatistik. Ja, im letzten Drittel hat uns Zug richtig hinein gedrückt. Ich nehme an, von den 10 Schüssen, die so kamen, sind die 7-8 Stück in den letzten 2-3 Minuten gewesen. Bulli-Statistik hat uns Zug im letzten Drittel auch noch den Schneid abgekauft. Praktisch jedes Bulli gewonnen. Also das Mal ist so viel passiert, dass wir noch Goal anschauen. Garvey bringt mich in Führung auf Pass von Dino Wieser und Fabian Heldner zum 1-0. 1:30 oder 1:36 später, der Suri gleicht aus. Dann haben wir ein bisschen glücklicher Goal. Dann im Mitteldrittel haben wir 2 Goal vorlegen können. Zuerst der Beat Forster in doppelter Überzahl auf Pass von Gregory Scharoni. Und dann der Marc Wieser mit dem schönen Solo auf Pass von Ambühl und Dubois zum 3:1. Und dann 33 Sekunden vor Schluss quasi auch in doppelter Überzahl, weil Zug hat den Goal rausgenommen. Der Suri mit seinem zweiten Goal zum 2:3. Und das ist dann das Schlussresultat gewesen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Spiel auch wieder mit dabei. Und bis dahin, tschüss miteinander.